Zürich, Ende Juni. Jugendliche demonstrierten vor dem Globus-Provisorium gegen den Entscheid des Zürcher Stadtrates, das unbenutzte Warenhaus-Provisorium nicht der Jugend als autonomes Zentrum zu überlassen, sondern anderweitig zu vermieten. Zürich erlebte die ersten Straßenschlachten seit Jahrzehnten. Sowohl Demonstranten als auch Polizisten ließen sich zu Affekthandlungen hinreißen. Einerseits wurde mit Pflastersteinen und Bierflaschen argumentiert, andererseits oft unmotiviert drauf losgeprügelt. Bilanz dieser Krawalle: eine gerichtliche Untersuchung gegen fehlbare Polizisten und Demonstranten, parlamentarische Debatten auf kommunaler und kantonaler Ebene und eine gesamtschweizerische Diskussion über die tieferen Ursachen dieser Ereignisse. Aber ich war dann vorne und habe noch ein bisschen geredet und so mit den Leuten. Und dann war es so, oder? Dann habe ich auch mit den Polizisten geredet und dann haben sie mich aufgefordert, weiterzugehen. Und dann bin ich deren Aufforderung nicht gerade angekommen, oder? Und dann haben sie mich noch zweimal gewarnt und dann haben sie mich einfach gepackt und ins Globus-Hauptgebäude reingenommen. Haben Sie Stein gerührt zum Beispiel? Nein, ich habe mit dem Knebel etwas? Nicht. Ja, also eigentlich Knebel, mal, das gebe ich zu, eigentlich Knebel habe ich also gerührt, oder? Woher haben Sie den gehabt? Haben Sie ihn mitgenommen, oder? Nein, ich habe den gefunden auf der Straße, nicht? Der ist dort dazugelegen, nicht? Sind Sie verhaftet worden in Zürich? Jawohl. Ich bin am 7:45 bereits verhaftet worden und zwar ist mir der Grund eigentlich nicht ganz klar. Ich bin mit meinen Bekannten auf der gegenüberliegenden Seite vom Globus auf dem Trottoir oben gewesen und wir sind von ein paar Polizisten angezündet worden. Der eine hat dann auch gesagt, ihr mit diesen blöden Demonstrationen würdet gescheiter aufhören. Denn die ganze Sympathie von der Bevölkerung geht euch ja so flöten. Und ich habe das gefunden, ich kann das nicht einfach auf uns sitzen lassen. Und ich habe dann gesagt, wenn es um die Sympathie geht, dann habt ihr von der Stadtpolizei die Sympathie natürlich schon längstens verdorben. Und ich bin dann, gerade auf das aber, bin ich dann mit von zwei Polizisten im Polizeigriff über die Straße abgeführt worden und über die Stegen abgeschupft worden, beim Globus unten und dann im Keller unten in Arrestantenwagen eingesperrt worden. Sie sind auch einer von den Leuten, glaube ich, der verhaftet worden ist von der Polizei bei der Demonstration? Ja. Was war der Grund gewesen? Ich habe mich in ein Gewühl hineingestürzt, wo ich gesehen habe, dass ein Mitdemonstrant von ca. 10 Polizisten verprügelt worden ist. Und ich habe versucht, ihn zu befreien. Und dann hat es mich gepackt. Es war am 8. Uhr schon. Ja. Sie sind also bei diesem Gewühl auch handgreiflich von Ihrer Seite aus gewesen? Ich habe einem Polizist einen Box gegeben auf den Rücken. Und das wäre es gewesen, ja. Sie haben mich dann gepackt. Wie sind Sie behandelt worden nachträglich von der Polizei? Ja, ich bin eigentlich ziemlich gut im Verhältnis zu den anderen. Bin ich behandelt worden. Ich habe hingegen gesehen, wie andere, ohne dass irgend sich zur Wehr gesetzt haben, haben sie dort abgeschlagen, oder, mit Knüppel und so. Und die haben also wirklich schon zum Maul ausgeblutet und alles. Also ich bin nicht mit Knüppel zusammengeschlagen worden, aber Püff und Tritt habe ich also bereits im Globus-Areal unten bekommen. Und vor allem hat man mir üble Namen angegriffen. Im Globus-Areal war allgemein die Tendenz, dass die Polizisten jedem, der es gebracht hat, Zeuhund ausgeteilt haben. Und auf der Hauptwache ist einer, kaum bin ich zum Wagen ausgestiegen, ist er gekommen. Ja, ich kann auch froh sein, dass er eine Brille anhat. Und ein anderer hat gesagt, das ist ja der letzte Guy und schau mal die Brüder an, die es da wieder bringen und weiss ich was alles. Und wo ich nachher nach dem Protokoll in die Zellen eingesperrt worden bin, wir sind bereits dort zu fünften in einer Zweierzelle, ohne Betten, ohne Decken, ohne etwas gewesen, in einer furchtbar aufgeheizten Zelle. Da haben sie nach uns also bereits so um die 10, 11 sind die ersten gekommen und die sind also geschlagen worden bis vor die Zellen hin. Und auch wenn die gesagt haben, hört doch auf, ich mache ja gar nichts, hat man nur wieder die Schläge wieder auf sie niederprasseln gehört. Und die sind also nicht von Hängen, sondern das sind eindeutig Knüppelhieb gewesen, denn das hat man am Geräusch an können unterscheiden. Darf ich Sie fragen, wie sind Sie nachher behandelt worden, nachdem Sie eingeliefert worden sind bei der Polizei? Man hat mich reingeschleicht ins Provisorium und man hat mich dort nicht angelangt, solange die Zuschauer zugeschaut haben. Dann hat man mich verprügelt, man hat mir Gin gegeben, jeder Polizist hat seinen Fuß an mich gesetzt. Dann hat man mich mit Stegen abgehetzt, ich hatte Schiss aufzustehen. Sie haben wahrscheinlich wollen, dass ich aufstehen und selber laufen, aber ich hatte Schiss, dass sie mir Magenbüchse geben. So enorm sind die Leute aufgebracht.
Und dann hat man mich auch in den Wagen verfrachtet und ich bin dann auf die Hauptwache gekommen. Dort habe ich meine nasse Jacke ausgewunden. So instinktiv, nicht? Weil sie klatschnass war. Und das hat dann der Polizist wieder nicht gepasst. Dann hat er mich in das Arrestlokal hinterher geschleicht und hat mir dort einmal gegeben. Bei der Befragung, sind Sie da korrekt ausgefragt worden? Ist das in Ordnung gewesen? Das war sehr in Ordnung. Es ist eigenartig. Was nicht uniformiert ist, ist aufgeschlossen. Ist haben Sie den Namen erfahren von dem Detektiv, den Sie ausgefragt haben? Ja, das war der Hüssi. Wenn Sie sagen, Sie sind aktiv beteiligt mit Flugblättern verteilen, so sind Sie natürlich bewusst, also nicht per Zufall an die Demonstration gegangen? Nein, nein. Sind Sie allein gegangen oder innerhalb von einer Gruppe? Ich bin allein gegangen. Haben Sie dann an dieser Demonstration teilgenommen, wie Sie eben finden, man sollte das Jugendzentrum errichten? Ja, man sollte eins errichten, aber was nicht unbedingt im Globus muss sein. Wir haben der Clubschule ist ja da der Aktion Bahnhofbrücke vorgeschlagen worden. Aber wir müssen einfach ein Jugendzentrum haben, und zwar ein autonomes, weil es in den anderen Jugendzentrum gibt es mehr Vorschriften wie der Jugendliche. Wieso sind Sie an die Demonstrationen gegangen in Zürich? Ich bin durch Bekannte aufmerksam gemacht worden, dass an der Bahnhofbrücke die mit Wasserwerfer spritzen und alles. Ich bin erst auf die 8 in die Stadt gekommen und habe vor allem nichts gewusst. Und natürlich aus lauter Neugier. Ich wollte das mal sehen, wie die Zürcher Polizei da mit Wasserwerfer geht. Hat uns das interessiert und wir sind dann das anschauen. Wo dann wirklich der Aufruf kam, ist eine Demonstration, kann ich natürlich müssen gehen. Was heisst der Aufruf kam, ist, woher ist der gekommen, wieso müssen gehen? Es sind Flugblätter verteilt worden. Ja. Sehr gute Flugblätter zum Teil. Wären die besser gelesen worden, dann hat die Bevölkerung heute auch nicht so reagiert. Sie sind also nicht einfach wegen dem Rummel an die Demonstration gegangen, sondern überzeugend? Ja, sehr. Ja. Für das Jugendhaus? Ja, ja, ja. Was haben Sie für Hobby? Was machen Sie in der Freizeit? Musik meistens. Und was für eine Art von Musik? Popmusik. Spielen Sie selber? Ja, Bass. In einem Orchester? Ja. Sie haben ja gerade das Glück, Sie gehen dann gerade in die Ferien. Wohin? Spanien aber. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? Was sind Ihre Hobby? Ja, ein Hobby habe ich keine, aber ich schulte nicht mal ein bisschen. Und dann lese ich viel lesen, bin mit Kollegen zusammen und das, was wir lesen, verarbeiten miteinander. Was für Bücher lesen Sie? Politische Bücher. Dutschke, Mao Zedong, Marcuse und so Sachen. Sind Sie in einer Organisation, in einem Verein zum Beispiel, sind Sie im Komitee für ein autonomes Jugendzentrum? Nein, ich bin kein Verein. Sind Sie in einer politischen Gruppe aktiv tätig? Nein, aktiv tätig, aber ich bin nicht eingeschrieben. Ja, und auf welche Seite, wenn ich da frage, aktiv tätig? Ja, die Organisation und Flugblätter schreiben und so Sachen. Ja, und Sie glauben an das Jugendhaus, wie Sie der Meinung sind, dass in diesem Jugendhaus Klassenunterschiede überbrückt werden könnten? Es kann ein Modell gebaut werden, ein Modell zu einer wahren Demokratie. Ich glaube, dass die Diskussionen, die im Provisorium stattgefunden haben, die paar Tage Diskussionen, etwa einen Monat oder zwei Monate, von der Leber weggesprochen. Aber ich glaube, die Diskussionen sind wertvoller gewesen als Bundeshausdemokratie, die betrieben wird im Parlament. Haben Sie Idealvorstellungen? Schwärmen Sie für irgendwelche Personen? Oder was ist Ihr Ideal? Ja, mein Ideal ist eine Demokratie oder, wenn wir sagen, eine Freiheit, die wirklich umfassender ist als das, was wir bei uns kennen. Denn bei uns ist die ganze Freiheit immer durch gewisse Interessengruppen von links und von rechts irgendwie beschnitten. Und das sollte allgemein eben nicht sein. Und was haben Sie, in diesem Alter haben wir irgendwie einen Schwarm, eine Idealvorstellung, man findet jemanden ganz toll. Wer wäre das bei Ihnen? Ja, also ganz toll, vollkommen schon immer. Ja. Und vielleicht eine Mischung zwischen Dutschke und Mao Zedong vielleicht. Und was imponiert Ihnen an denen speziell? Ja, ihre Ideen, die sind gut. Und das Anti-Autoritäre und was der Mao Zedong in seinem eigenen Land geleistet hat, dass er nicht mehr hungert hat. Was wollen Sie später mal geben? Was für ein Ziel haben Sie in Augen? Ja, ich will zuerst einmal die Handelsschule fertig machen jetzt
dann vielleicht Musik auch noch einige Sachen machen und dann vielleicht später doch auch kaufmännisch etwas machen. Was haben Sie für ein Berufsziel? Was wollen Sie mal später geben? Ja, ich möchte mit der Zeit mal Abteilungsleiter werden. Was haben Sie für eine Vorstellung von Ihrem späteren beruflichen Wirken? Was wollen Sie mal geben? Ja, das weiss ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich nicht mehr auf einem Beruf bleiben, wenn ich mal fertig bin, sondern vielleicht Fotograf oder irgendetwas machen. Sie sind also nicht zufrieden mit der kaufmännischen Lehre, was Sie jetzt machen? Ja, ich glaube schon, oder? Aber die Lehre an und für sich ist schon gut. Aber der Endeffekt sehe ich es nicht. Ja. Endeffekt.